Hallo ihr Lieben, jetzt fängt es an. Also hört gut zu und bleibt auf jeden Fall dran. Denn heute werde ich es wagen, zu ein, zwei Themen was zu sagen. Den Frust mir von der Seele reden, denn mit diesen Dingen muss keiner leben. Ich war im Wald, ich hab's gesehen, so kann es doch nicht weitergehen. An jeder Hütte liegt der Müll in Haufen, können die nicht zu Hause saufen? Was hat die denn da bloß gebissen, dass die unseren Wald so verschmutzen müssen? Zum Feiern nehmen sie alles mit hinein und am Schluss will's wieder keiner gewesen sein. Euch sollte man zum Putzen verdonnern, von oben bis unten und danach gleich nochmal zwei ganze Runden. Hinweisschilder stehen im Wald ja viele rum, doch zum Lesen sind die wohl alle zu dumm. Es ist doch ganz einfach, der Müll muss wieder mit heim. Nur so bleibt unsere Natur schön und rein. Darum appelliere ich an euch, euer Hirn einzuschalten. Lasst nach der Feier bitte etwas Vernunft walten. Das nächste Thema, es ist kaum zu glauben, kann Wanderern und Bikern den letzten Nerv rauben. Ob die Pfade breit oder schmal, oft ist es für beide eine Qual. Man regt sich auf, man schreit sich an, dass der Mountainbiker hier nicht fahren kann. Die 2-Meter-Regel, so steht es geschrieben, das Gesetz darf man kein bisschen verbiegen. Der Wanderer will, dass der Biker sich verzieht und schnellstens aus unserem Walde flieht. Doch der Biker dagegen, der sieht das nicht ein. Das kann doch wohl euer Ernst nicht sein. Ich fahre hier seit Jahren, das tut keinem weh. Im Sommer, bei Regen und auch im Schnee. Ich lass mich nicht vertreiben, das kannst du vergessen. Und in seltenen Fällen hat dann der Faustschlag gesessen. Doch Gewalt ist keine Lösung, das war es schon immer. Denn wenn wir uns prügeln, dann wird's nur noch schlimmer. Ein friedliches Miteinander auf Pfaden und Wegen möchte ich euch ans Herze legen. Vorausschauend und freundlich, so kann das nur besser sein. Vereint als Freunde über Stock und Stein. Freundlich grüßen und mal ein Schwätzchen halten, dann muss auch keiner die Behörden einschalten. Jetzt lasst uns die 2-Meter-Regel für immer begraben. Wir zeigen der Welt, wie schön wir es hier haben. Das nächste Thema kann trauriger nicht sein, wenn manch einer denkt, sein Fahrrad wäre nicht so fein. Da gibt es Idioten, die erfreuen sich daran, dir zu sagen, was dein Fahrrad alles nicht kann. Der Rahmen ist zu schwer, besser wäre da Carbon, das fahre ich seit Jahren schon. Alufelgen sind völlig veraltet, auch hier wird das leichte Carbon eingeschaltet. Beim Antrieb sich die Geister scheiden, denn in Wahrheit gibt es nur die beiden. Shimano ist für mich die richtige Wahl, doch für andere schier eine Qual. SRAM dagegen ist innovativ, das sage ich euch heuer, doch leider auch wirklich ganz schön teuer. Ob Schwalbe, Maxxis oder Continental, der richtige Reifen ist eine schwere Wahl. Willst du bergauf, dann nimm die dünnen und leichten. Willst du bergab, dann wird das nicht reichen. Das Fahrwerk, das Beste, ganz klar von Fox. Oder vielleicht doch lieber RockShox. Auch der Sattel muss zu deinem Hintern passen, sonst werden dich die Schmerzen nie in Ruhe lassen. Das Bike von Santa Cruz oder Specialized muss sein, denn nur das Allerbeste ist wirklich fein. All den Blödsinn muss man ertragen, doch das Wichtigste ist, dass dein Bike dich kann tragen. Die Marke, die Farbe, das ist völlig egal. Mit was du dich wohlfühlst, ist deine Wahl. Ob günstig oder teuer, ob schwer oder leicht, wichtig ist, dass es dir reicht. Ganz egal, was andere sagen, erfreu dich daran, ein geiles Bike zu haben. Das letzte Thema kann wichtiger nicht sein.
Es geht um die Sicherheit über Stock und Stein. Ohne Helm im Wald, das ist keine gute Idee. Da tut man sich ganz schnell mal ordentlich weh. Ein kleiner Sturz, das passiert mal ganz schnell. Und schon wird am Ende des Tunnels das Licht ganz schön hell. Das zu vermeiden hat Priorität. Den Helm auf den Kopf, sonst ist es zu spät. Für alle, die gerne die Trails runterdüsen, um sich die Tour etwas zu versüßen, sind Protektoren die richtige Wahl. Sie schützen vor Stürzen, Schmerzen und Qual. Die Ellenbogen, die Knie und den Rücken nicht vergessen. Denn es hat schon so manch einer deswegen im Krankenhaus gesessen. Auch Handschuhe schützen dich vor einigen Dingern, wie Schürfwunden, Gestrüpp und dreckigen Fingern. Ein weiteres Teil, da denkt kaum einer dran, ist die Brille. Ich sag euch, was die alles kann. Sie schützt dich im Sommer vor Sonne, das jeder weiß. Denn da ist es ja auch ordentlich heiß. Auch vor Fliegen, vor Regen und auch vor Schnee. Und geht's doch mal ins Auge, wie das brennt, oh je. Und rutscht ihr dann vom Pedal herunter, läuft das Blut oft in Strömen das Schienbein hinunter. Da schützt euch ein Schoner vor schweren Blessuren. Oder steht ihr etwa auf Pedalgravuren? Jetzt habe ich euch ein paar Tipps gegeben, die euch auf ein neues Level heben. Also zieht einen Helm auf und schützt eure Nuss. Nicht, dass ich nochmal kommen muss. Den Ärger im Notfall ist es nicht wert. Mit einem Helm bleibt ihr unversehrt. Das war es nun. Damit komme ich zum Schluss von allem, was ich euch sagen muss. Es war mir eine Ehre, dass ihr mir gelauscht und nicht habt den Kanal getauscht. In diesem Sinne, lasst sie stehen, eure Karren, und feiert mit euren Närrinnen und Narren. Ich verabschiede mich von euch nun leider. Das war euer Slow Trail Biker.